Noch einmal Hand anlegen vor einem Wettrennen der ganz eigenen Art. Denn im englischen Five Oaks ging es neben Schnelligkeit speziell um Durchhaltevermögen. Ausdauer also, am Lenkrad eines Rasenmähers. 12 Stunden lang haben sie hier am Wochenende ihre Runden gedreht, die 37 teilnehmenden Teams. Die Tücken und Herausforderungen des Rennens erklärte dessen offizieller Vertreter Peter Longley. Diese 12 Stunden sind so besonders, weil es die Nacht lang dauert. Das ist schwierig. Bei Tag ist das kein Problem, das kann jeder machen. Aber dann ist es 4 Uhr morgens und man weiß, dass noch 4 Stunden vor einem liegen und dass man das weiter durchziehen muss. Und so zogen sie es eben durch, die Enthusiasten eines Motorsports, der in Großbritannien immer mehr Anhänger findet und der ursprünglich aus einer Art Bierlaune heraus entstanden ist. Und das bereits im Jahr 1973. Wettkampf und Spaß wollten sie damals haben und das alles bitte sehr ohne hohe Ausgaben. Also wurden die Rasenmäherrennen erfunden, wobei die Fahrzeuge über die Jahre immer ausgeklügelter und schneller geworden sind. Obwohl überhaupt nur geringe Modifikationen an den lauten Maschinen erlaubt sind, deren ursprüngliche Klingen aus Sicherheitsgründen abmontiert werden. Nach über 400 Runden waren sie die Sieger, das Team, das sich Northerners Kickgrass nennt und das nicht zum ersten Mal gewann. Das war wirklich harte Arbeit. Wir hatten eine tolle Mannschaft, die uns die ganze Nacht lang unterstützt hat. Welch eine Wahnsinnsleistung, das dreimal hintereinander zu schaffen. Irgendwie geschafft waren die Fahrer am Ende sicherlich alle. Denn auch wenn das Rennen hier nicht so bekannt ist wie der 24-Stunden-Parforce-Ritt in Le Mans, motorsportliche Meriten haben sich die Rasenmäher-Raser in Five Oaks allemal erworben.